Weiter geht es mit Old World. Euch allen viel Vergnügen hier. Intrigen im Judentum, in unserer Staatsreligion. Worum geht's denn? Intrigen im Judentum. Diese Schmach Gott gegenüber kann ich nicht zulassen. Pamida die Jüngere hat Gerüchte über eure Absicht gehört. Matriarchin Roxana von Wolkenweiden als Oberhaupt des Judentums durch Marcel, den Kundit-Moderator von Writing Bull, zu ersetzen und will ihre Meinung dazu kundtun. Chat, ist das okay? Marcel als Oberhaupt unserer Staatsreligion? Ich finde ja. Ich lese mal weiter vor. Am Ende ihrer Unmutsbekundung stellt sie euch ein Ultimatum. Verwerft eure Vorhaben oder sie geht petzen und wird Roxana davon informieren. Das kriegt ihr doch sowieso mit. Erpressungsversuche verweigern. Sie davon überzeugen, dass alles ein großes Missverständnis ist. Er ist charismatisch, er schafft das. Es kann allerdings weitere Events geben oder irgendwer wird enttäuscht. Was ich dabei immer gerne gucke, ist, wie alt die sind. 33? Ach, die war, glaube ich, super ehrgeizig, ne? Und Pamida ist 29. Also wenn wir die verärgern, die haben wir lange an der Backe. Wir lassen mal unseren Charme und unser Charisma spielen. Gucken mal, was passiert. Widerstand im Manichäismus. Mal gucken, worum es hier geht. Oh, Unzufriedenheit hat sich auf die Straßen von Wüstenglut ausgebreitet. Die Hörer und die Auserwählten sind nicht bereit, die Regeln und Gesetze eurer Nation zu befolgen. Angriffe auf die Wachen, Widerstand gegen die Krone. Alles nur, weil der Manichäismus verweigert ist. Es gibt mehr Widerstand dort. Wir können entweder die Wachen auf mögliche Unruhen vorbereiten. Dann gibt es dort einen Milizionär, den wir nicht brauchen eigentlich. Wüstenglut, ah doch, wir haben kein Militär hier. Die Stadt ist echt ein bisschen abseits. Also wir haben ein paar Truppen hier unten, die werden schnell oben. Aber also Milizionär kostet kaum Unterhalt, eine Nahrung pro Runde, die wir nicht haben. Trotzdem doof. Was sind die Alternativen? Milizsoldat erhalten gegen 160 Militär. Ausbildung haben wir in rauen Mengen. Die religiösen die Oberhäupter beschwichtigen. Wir haben reichlich Stadtkapital. Das machen wir. Wenn wir mehr Ansehen bei denen oder keine Maßnahmen ergreifen, dann kommt unser König mehr XP. Und wir bekommen einen Tipp, ein Statthalter oder ein Kleriker des Manichäismus könnte das Problem auflösen. Wir haben aber keinen Kleriker des Manichäismus, oder? Wo ist die Religion denn überhaupt nochmal? In Wüstenglut, hier vorne. Ja, entsteht in zwei Runden, ist einer da. Es ist doch einer in der Aus... Hier ist doch einer. Ein Jünger des Judentums ist hier unterwegs. Haben wir den Manichäismus denn schon in mehreren Städten verbreitet? Letzter Stream liegt so lange zurück. Wüstenglut, heiliger Manichäismus gegründet. Ist das Symbol noch woanders? Ich wette in der Hauptstadt, ne? In Budopolis? Nein. In Bulbatana? Ja. In Bulbatana ist der Manichäismus. Das heißt, hier unten. Das heißt, hier könnten wir auch solche Einheiten produzieren. Nein. Da habe ich mich gerade verguckt. War da nicht gerade das Symbol für den Manichäismus in Bulbatana? Doch. Aber? Warum können wir keine Jünger bilden des Manichäismus in Bulbatana? Wo ist mein Denkfehler, Leute? Wo ist mein Denkfehler? Warum kann ich keinen Jünger des Manichäismus bilden? Was glaubt ihr, warum das so ist? Was glaubt ihr? Warum können wir Jünger der anderen Religionen hier konstruieren, aber keinen vom Manichäismus? Ich komme gerade nicht drauf. Mir fällt es nicht ein. Ich habe keine Idee gerade. Aber hier oben können wir das machen. Das ist auch die heilige Stätte. Ich weiß es nicht. Vielleicht, weil die Religion noch nicht so entwickelt ist. Irgendwas in der Art. Da ist er auf jeden Fall. Gibt es da eine Bauvoraussetzung für? Nee, da steht keine.
Wir ziehen den hier einmal durch. Gehen nochmal in die Events rein. Ah, wie das dir meint, eventuell könnten wir nur in den Städten mit der Staatsreligion, die Jünger der Staatsreligion aufbauen, Judentum, und ansonsten nur in den heiligen Städten deren Jünger. Das ist eine spannende Idee. Das würde bedeuten, dass Bulbatana die heilige Stätte des Christentums sei. Und so ist das. Wie das ne dir? Hey! Clever! Respekt! Blumen aus dem Chat für wie das ne dir? Ich weiß nicht, ob das stimmt, was er sagt, aber es klingt klug. Wir sind im Internet unterwegs. Das reicht aus, um einen zu preisen. Das klingt super plausibel. Dann sollten wir hier nach dem Sieg. Ach, der Siedler dauert 18 Runden, eigentlich noch mehr Jünger des Christentums bauen, ne? Und hier oben noch mehr Jünger des Manichäismus. Das machen wir schon. Wie geht man mit dem Event weiter um? Ja, mehr Ansehen beim Manichäismus, das sorgt dafür, dass solche negative Events mit dem Verärgertsein und dem Widerstand und der Unzufriedenheit auch nicht kommen. Das machen wir einmal. So, da ist der Siedler. Jetzt greifen wir hier unten an. Einmal Attacke bitte. Wir wollen hier mit. Oh Gott, die stehen in Reihe und Glied für uns. Wir haben mehr Glück als Verstand. Das sind Römer. Mit denen haben wir Krieg. Und wir können den Römern gerade auch keinen Frieden anbieten, oder? Weil wir keinen Botschafter haben, oder? Wir brauchen einen Botschafter. Und um einen Botschafter auszubilden, müssen wir erstmal die Aristokratie erforscht haben. Mit anderen Worten, es gibt weiter Krieg. Na super. Wir müssen aufpassen, wenn die das besetzen, dann erobern wir die zurück. Die sind schon stark verwundet. Die sind weit ab von der nächsten Stadt eventuell. Jetzt müssen wir sehr aufpassen. Wir können hier natürlich einen Angriff machen. Der stirbt, der wird verwundet, aber dem geht es nicht wirklich gut. Haben wir gerade eine Einheit verloren? Wir haben einen Speerkämpfer verloren. Ich war so optimistisch, dass wir keine verlieren hier. Wir müssen zurückziehen. Dann lassen wir erstmal die Römer von denen hier umbringen. Die können ja nicht heilen, glaube ich. Boah, wir brauchen hier unten Militäreinheiten. Wir haben nur 8 Ausbildungspunkte. Wir können einen Schwertkämpfer allerdings kaufen gegen Stadtkapital und Unzufriedenheit. Unzufriedenheit ist gerade eine Stufe raufgegangen, seht ihr links? Also noch ein bisschen drauf wäre nicht schlimm. Ich stelle mal einen Speerkämpfer ein. Ich schiebe mal einen nach links. Um den zu beschleunigen, kostet 370 Stadtkapital, das ginge. Und 17 Unzufriedenheit, das ist nix. Das wäre eine Option. Das machen wir, ne? Nächste Runde ist er dann da. Ansonsten haben wir unten echt Probleme und er zieht zum Heilen zurück, der Kollege. Achtung, wird hier was gebaut? Ja, Bauarbeiter, wir können nicht geklaut werden. Ob der neue DLC zu empfehlen ist, dem Daniel? Also ich vertreibe ja sogar einen Kuni-Gutscheincode für den mit extra Rabatt. Aber mir gefällt er nicht so gut. Ich will euch jetzt nicht einen vom Pferd erzählen. Also nach meiner Fasson, nach meinem Geschmack ist er nicht, weil der führt ganz viele neue zufällige Elemente ins Spiel rein und nimmt dem Spiel so ein bisschen die Berechenbarkeit. Und das ist nicht so mein Ding. Also ich mag es und liebe es, wenn in Rundenstrategiespielen, wenn in 4X-Spielen so ein kleines Moment des Zufalls drin ist, wenn ein bisschen gewürfelt wird. Das mag ich. Das kann spannend sein, aber es ist für mich zu viel. Für meinen Geschmack. Ich sag's ganz offen. Wo wir den Community-Gutscheincode haben, habe ich auch zu Beginn noch gar nicht so realisiert, erst später. Hier ziehen wir zurück und heilen einmal aus. Die beste Deckung haben wir, glaube ich, auf Stadtgebiet, ne? Ja, hohe Deckung auf. Das heißt, hier hatten wir 39 Stärke zum Beispiel. Wenn wir hier, ja, hier drauf ziehen wir einmal. Ach, die setzen eh nicht nach. Die kämpfen, glaube ich, hier unten an. Kann ich mir nicht vorstellen. Trotzdem gehen wir mal auf Nummer sicher, falls es Ärger gibt.
Einmal heilen. Wer hat Frieden geschlossen? Die folgen uns. Das habe ich nicht verstanden. Die Römer? Nee. Ach, die Skythen und die Römer haben Frieden geschlossen. Stimmt, das war ja beim Rundenwechsel. Du hast sowas von recht. Ja, dann kommen die hinterher. Scheibenkleister. Ja, wie gut ist halt, dass ich die zweite Einheit gerade oben gekauft habe. Der war zwei Runden ja noch am Weiler. Den ziehen wir noch durch. Mit ihm müssen wir ja noch abwarten. Wir können weiter. Wir können anfangen, den Tempel des Salomons zu bauen. Der läuft uns aber nicht weg. Da ist der Speerkämpfer gestorben. Zwei Einheiten haben wir verloren sogar. Innerhalb einer Runde hier. Krass. Jetzt müssen wir hier vorrücken und weiter killen. Das sind Generalseinheiten hier. Schleuderer sind das. Das sind, glaube ich, Axtkämpfer oder Axtwerfer. Ich glaube, das sind Axtkämpfer. Die sind auch relativ stark. Wie greifen wir die an und haben gleichzeitig Deckung? Haben die Gallier Krieg mit den Karthagern? Das wäre hilfreich. Nein, die haben einen Waffenstillstand. Wir brauchen auf jeden Fall noch Verstärkung von oben. Wir können jetzt ein bisschen zurückziehen, heilen und die kommen lassen. Aber andererseits können die dann auch heilen innerhalb des eigenen Territoriums. Ich glaube, wir sollten die noch entfernen. Ja, Puel schreibt völlig zu Recht, das Spiel führt ja ein, den Großvisier. Das, was rechts oben die ganze Zeit aufleuchtet. Das ist eine Persönlichkeit, die wir rekrutieren können, die uns Ressourcenbonus gibt in allen unseren Städten. Aber wir können selber keine Gebäude mehr bauen. Über keine Bauprojekte mehr entscheiden. Wer macht denn sowas? Das könnte ich mir höchstens vorstellen in der Stunde der höchsten Not. Wenn wir nicht mehr weiter wissen. Aber der Spaß des Spiels ist doch selber zu spielen. Warum soll ich ja das Spiel in einen Autoverwaltungsmodus umstellen? Dazu starte ich doch nicht ein VX-Runden-Strategiespiel, um dann zu sagen, hey, ich gucke der KI zu, wie sie für mich das Spiel spielt. Ich weiß überhaupt nicht, was das soll. Wir können sogar Strafen bekommen. Also Beliebtheitsstrafen dafür, dass wir hartnäckig uns weigern, den Großvisier einzusetzen. Also ich mache selten einen Scheibenwischer-Bewegung. Ich versuche immer das Beste an Entscheidungen von Entwicklern rauszuholen, aber ich weiß nicht, was das soll. Das seien die Dänen, wird im Spiel gesagt. Wird im Chat gesagt. Und ja, das sind die Dänen. Die Dänen haben mit den Karthagern Krieg. Wunderbar. Es sind nicht die Gallier. Danke dir. Alles gut. Das heißt, die reiben sich eventuell selber auf. Das ist sehr fein. Lass uns mal von links ein paar Leute abgreifen. Das ist Stadtgebiet. Da haben wir so einen Deckungsbonus. Den können wir von hier aus killen. Fast killen. Der ist, glaube ich, stärker. Der kann in neutralem Territorium heilen. Den können wir ruhig weiter vorziehen. Hat einen Deckungsbonus auf einen. Wunderbar. Die kann auch heilen. Auf neutralem Territorium ist gegen angeschlagene Einheiten stärker. Die kann die da vorne auch nicht killen. Also mindestens zwei sollten wir ausschalten, wenn nicht noch mehr. Das sind die Dänen und mit den Dänen haben wir auch Krieg, ja. Also die beiden würde ich gerne rausnehmen. Wir könnten sogar das Feld hier mal vorübergehend leeren. Allerdings hat er nur zwei Aktionspunkte. Ist eine Fernkampfeinheit. Glaube ich. Könnte von hier aus, ja, so viel sieben Schaden auf den hier vorne. Zauberhaft. Einmal hier hin. Klasse. Kämpfen, das ist noch eine Einheit vom selben Typ.
gegen Angegriffenen stärker? Einmal den hier schwächen oder den? Beide. Der hat mehr Deckung. Wir müssen mal ausprobieren. Einmal hier drauf. Anne berichtet, die Entwickler würden Änderungen testen, durch die der Visier und der große Visier nur durch Ereignisse ins Spiel kommt. Ja. Man kann ihn nicht entlassen, den Großvisier, der bleibt im Spiel drin. Das ist ja krass. Ja, also mehrere Leute finden den auch doof, nicht nur ich. Eine Einheit haben wir mal weg, die würde ich gerne noch entfernen und gleichzeitig die anderen ja irgendwie retten. Einmal hier hin. Einmal hier drauf. Wunderbar. Wenn wir Glück haben, haben die nur eine Einheit, wenn wir sie angreifen. Die haben uns beide als Feind. Ich weiß nicht, wen sie angreifen werden. Jetzt würde ich gerne am liebsten natürlich noch den hier rechts auch noch rausnehmen. Das kriegen wir auch noch hin. Das ist ja Zucker hier. Und bei ihm würden wir zurückziehen und auf Heilen klicken. Und wo da mal besseren Defensivbonus, wir wissen es nicht. Wir ziehen einmal hier hin. Wunderbar. Und einmal heilen oder auch offensiv angreifen. Es fehlen nicht so viele Punkte, es fehlen nur 3 Punkte. Könnte noch offensiver setzen, noch ein paar angreifen, aber es kann sein, dass sie einer dann stirbt. Zum Heilen müssten wir sehr weit runterziehen. Wir haben noch 26 Aktionspunkte. Wir wollten es eigentlich hier schützen, aber ich bin dafür, wir ziehen mit ein paar Einheiten hoch. Wir brauchen oben. Wir haben oben gerade auch Verluste. Wir können auf den Stand auch drauf ziehen oder zumindest in die Nähe hinziehen. Hier unten einmal heilen. So. Ich würde die ungerne zurückziehen, aber ausgerechnet als einzige ganz vorne. Wir können einen Kompromiss machen. Hier hinziehen. Ich glaube, die Einheit ist ein Hügelkämpfer. Plus 25 Kampfstärke von Wäldern. Dadurch können wir den sogar von hier aus kämpfen lassen, obwohl der weniger Schaden macht, prinzipiell als von hier. Aber durch den Waldkampf wird das aufgehoben und zugleich hat er hohe Deckung. Hier hin, einmal hier drauf. Ja? Okay, was machen wir als nächstes? 18 Punkte, hier unten hatten wir schon den Kampf durchgeführt. Hier brauchen wir gleich Verstärkung. Hier können wir Truppen runterbringen zur Verstärkung. Wir können nicht andauernd mit Stadtkapital Einheiten nachkaufen. Aber noch kann man es machen. Eventuell sogar nächste Runde nochmal, wenn wir auf das Weltwunder... Wir wollten das Weltwunder bauen. Sowas jetzt machen? Nekropolis. 200 Stadtkapital, 900 Steine, Nekropole bauen, alle Städte mit Tempel begeben 2 Zufriedenheit pro Runde. Wir haben noch keinen Tempel, wir haben nur Klöster, aber dann ist das geblockt. Wenn wir fertig sind, bekommen wir dadurch nochmal 2 weitere Siegpunkte hier. Jetzt haben wir noch 192, in nächster Runde in Summe um die 360. Nächste Runde können wir vielleicht nochmal einen Speerkämpfer beschleunigen oder übernächste, mal gucken. Und dann, ich würde doch ganz gerne die eine oder andere Militäreinheit runterziehen. Problem, die hier stehen, nur 2 Aktionspunkte. Das sind Einheiten, die wir geklaut haben. Wir können den Nomadenkriegsherrn rekrutieren mit Legitimität. Wir haben 158. Der wird allerdings, ne, das ist eine Sonderfähigkeit, weil unser Anführer eine bestimmte Eigenschaft hat. Dadurch würden wir uns aber nur Zeit ersparen. Wir könnten diese Runde nicht angreifen, der hätte keine Bewegungspunkte mehr und der wird nächste Runde von allen fertig gemacht werden. Wir würden quasi nur einen Angreifer rausnehmen.
Könnte man nächste Runde immer noch machen, wenn alle nach oben ziehen und dann, wenn es sich ein bisschen entzerrt hat als Notlösung. Wir ziehen mit ein paar Arren hier runter, auch wenn das sehr lange dauert. Wir haben allerdings Straßen gebaut, das hilft. Jetzt haben wir nur noch 13 Punkte. Hier Angriff durchführen. Das sind beides Fernkämpfer, ne? Nahkampf. Und hier ist ein Fluss. Und er würde über den Fluss hinweg. Das ist Fernkampf. Und das hier ist auch eine Fernkampfeinheit. Also den will ich nicht verlieren. Einmal heilen. Einmal Angriff hier drüber. Ist egal. Das ist mir... Die stehen beide auf Wald und auf Flüssen. Wenn man hierhin vorzieht, ach, das ist ja der Fernkampf. Das bringt gar nichts. Das bringt gar nichts. Ich würde mit beiden ein Stück zurückziehen und mit beiden auf Heilung gehen. Den Nahkämpfer nach vorne. Hier rein, da sind wir in Donnerkuppel. Was wurde hier gebaut? Einmal Schatzkammer, wir hatten eben ein Geldproblem. Es fängt langsam an, okay zu werden. Wir haben einen Bürger, den wir in einen Spezialisten umwandeln könnten. Könnten hier unten einen Steinhauer machen. Aber klüger wäre hier oben. Ist das fertig? Wir brauchen 20 Nahrung. Wir könnten das machen und die Nahrung kaufen, um hier ein Geländefeld zu erweitern und die drei Felder dazu zu bekommen. Moment mal. Mit ihm ziehen wir hier auf das Marmorvorkommen drauf. Schafft er nicht. Hier, wir haben noch einen. Sollen wir den zurückziehen? Brauchen wir den links? Also ich glaube, gegen die beiden kommen die beiden auch zu Rande. Wohin ziehen wir mit ihm hier? Das ist ein Lager. Also das Marmorvorkommen wäre eigentlich ein Must-Have. Da kommen wir nicht binnen einer Runde hin. Jetzt entscheiden erstmal die Produktionsgeschichten. Hier ist der Schatzkammer, das ist ein Rand. Wir könnten eine Mauer bauen, wir haben auch Unzufriedenheitsprobleme. Würde 5 Runden dauern. Das Forum gibt uns ein Stadtkapital pro Runde mehr vor Ort. Dann können wir alles weitere schneller bauen. Das Archiv würde einen Forschungspunkt pro Runde geben. Das Forum, wir haben nicht viel Stadtkapital. Dann können wir alles andere hier schneller machen. Ein Dankeschön geht raus an Herrn Zeus fürs erste Abo hier. Willkommen bei uns. Das zweite Bauprojekt hier vorne in Riesenwald. Das ist hier an der Grenze. Hatten wir die Kamele gebaut. Haben wir einen Handwerker, der dort arbeitet. Hier wollten wir die Straßenverbindung machen. Ne? Das sind die Straßenverbindungen. Das ist, glaube ich, noch nicht angeschlossen per Straße. Das heißt, hier müssen wir noch ein kleines Stückchen Straße bauen. Achtung. Und jetzt sind die alle angeschlossen und hier vorne haben wir Bonusse in der Stadt, weil Straßenanschluss. Und in der nächsten Runde können wir mit ihm, die Kamele sind hier entstanden, hier eine Modernisierung draufsetzen. Und was machen wir hier sonst noch? Wir könnten die Mauer bauen, das ginge schön schnell. Steine sind da. Auch hier Forum für noch mehr Stadtkapital. Wäre in nur einer Runde fertig. Warum nicht? Wir haben einen Bürger. Wir könnten hier unten Geländefelder hier vorne. Dann kommt der Marmor rein. Hier einen Bürger reinstellen. Dann haben wir nächste Runde 2 Stadtkapital mehr, eine Forschung, 7 Steine und 4 Gold. Und so machen wir das.